Katrin. Katrin, können wir das? Was? Ja, natürlich. Der hessische Klassensprecher. Ministerpräsident Roland Koch hat die Große Koalition heftig kritisiert und als reformunfähig bezeichnet. Das Interview mit den umstrittenen Aussagen kann man auf der Homepage von Roland Koch, hier rechts im Bild, nachlesen. Auf seiner Homepage finden sich aber noch ganz andere Schätze. Offenbar gibt es rund um Roland Koch einen Starkult, von dem wir Normalsterblichen noch nicht mal etwas geahnt haben. Denn Roland Koch ist Roko, eine Comicversion des Ministerpräsidenten. Da gibt es den Neujahrs-Roko, den Fußball-Roko, der wohl gerade Gras raucht, und natürlich Super Roko. Sie wollen mehr? Bitte. Da haben wir noch den Weihnachts-Roko und den Schul-Roko. Und hinter der unscheinbaren Bezeichnung Pressebilder verstecken sich in Wahrheit richtige Star-Poster. Diesen Beauty-Shot von Roko gibt es in einer Auflösung von satten 800 dpi. Naja, zumindest kann man ihm nicht vorwerfen, er hätte wie Angela Merkel die Pickel wegretuschiert. Falls Sie sich genau wie Roland Koch an sich selbst gar nicht satt sehen können, dann habe ich hier noch was Tolles für Sie. Das Picture Paper, das Geschenkpapier mit Ihrem Foto, denn Sie selbst sind doch das schönste Geschenk. Einfach Geschenkpapiermotiv auswählen, Bild hochladen, Bild positionieren und zack, fertig ist Geschenkpapier Roko. Übrigens auch witzig, das Foto von Verwandten draufdrucken und irgendeinen Ramsch verschenken. So, jetzt haben Sie zwar exklusives Geschenkpapier, aber kein Geld mehr für die Geschenke. Aber kein Problem, machen Sie einfach auch die Geschenke aus Papier. Wie wär's zum Beispiel mit einem iPod? Täuschend echt mit richtigen Lichtreflexen. Entweder als normaler oder, wenn Sie großzügig sind, als Video-iPod. Bei dem zerkratzt auch nicht das Display. Wenn Ihnen so ein Papier-iPod aber etwas zu billig ist, es geht auch aufwendiger. Dann basteln Sie eben einfach einen Papiermotor. Einen V8-Papiermotor. So einen wie diesen hier. Ein Jahr hat der Erfinder für die Planung und Herstellung gebraucht. Aber dafür sieht er nicht nur so aus wie ein Motor, er funktioniert auch wie einer. Ich habe den übrigens mal nachgebaut. Moment. Tut mir leid, der ist einfach zu schwer. Na? War wieder hart heute Morgen, oder? Ich meine, der Blick in den Spiegel und dann dieses Allerweltsgesicht. Na, 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 Finger weg vom Skalpell. Das muss gar nicht sein. Man kann auch mit so einem Gesicht berühmt werden. Ja, wie Kenny Rogers zum Beispiel, die amerikanische Country-Legende. Seinem Allerweltsgesicht ist sogar eine ganze Website gewidmet, manwholooklikekennyrogers.com. Dort findet man die Bilder von hunderten Männern, die eben aussehen wie Kenny Rogers. Entweder heimlich fotografiert oder selbst eingeschickt. Außerdem gibt's noch Tipps, wie man wie Kenny Rogers aussieht oder wo man Kenny Rogers Typen am ehesten trifft. Nämlich auf Baustellen oder in Steakhäusern. Sehen Sie, und jetzt nehmen Sie die Tüte wieder vom Kopf, gehen raus und werden endlich berühmt. Gibst du mir die mal? Danke. Die Luftgitarre. Eines der wenigen Instrumente, das man recht schnell erlernen kann. Das Problem? Bisher konnte man immer nur zu bereits existierender Musik spielen. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn jetzt gibt es die Virtual Air Guitar. Mit der virtuellen Luftgitarre können Sie spielen, was Sie wollen. Ohne Gitarre und ohne die geringsten Musikkenntnisse. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Handschuhe. Die Bewegungen der Hände werden von einer Webcam erfasst, von einem Computer interpretiert und über ein physikalisches E-Gitarrenmodell als Töne ausgegeben. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss.